Hallo zusammen, hier ist wieder heute und Schöne für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es um die Soulshape-Gestalten aus Patch 9.2 gehen und dazu habe ich mir schon ein schickes Addon besorgt, das schimpft sich auch einmal Soulshape und da werden alle Soulshape-Gestalten angezeigt, auch schön mit Bild. Und ja, dann können wir uns die schon mal im Vorhinein ein bisschen angucken. Ich habe jetzt hier die aus den älteren Patches ausgeblendet. Zu denen hatte ich auch schon extra Videos erstellt. Falls euch da noch hier fehlen, könnt ihr gerne reinschalten. Wir wollen uns jetzt nur die aus Patch 9.2 angucken. Das müssten insgesamt 16 Stück sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so vor, dass wir alle einmal uns angucken, wie sie aussehen. Zu den einfacheren versuche ich gleich schon mal was zu sagen. Die bisschen komplizierter erhaltbaren, da erkläre ich das ein bisschen am Ende vom Video noch. Gut, fangen wir mal an. Die erste Soulshape-Gestalt ist einmal die Bienenseele. Und die können wir uns einfach looten in Serra Mortis auf den Koordinaten 63, 60. Wo das genau ist, schauen wir uns am Ende an. Dann haben wir die Brutoseelengestalt. Die können wir uns von dem Händler kaufen auf den Koordinaten 37, 44. Müssen wir ein bisschen Voraussetzungen erfüllen, um den Händler freizuschalten. Zeige ich euch auch Richtung Ende vom Video. Dann haben wir die Kervit-Seele. Die können wir einfach im Raid looten, und zwar im Mausoleum der Ersten vom Prototypen-Pantheon. Hat aber leider keine 100%ige Dropchance. Die Dropchance ist anscheinend nur ein bisschen über 1%. Da die ja nur quasi Nightfail looten können, ist es aber so, dass die wahrscheinlich einen Ticken höher ist. Für Wer hätte ich gelesen, Leute haben 20 Tries gebraucht, um die zu kriegen. Dann haben wir hier die Drachenseelengestalt. Die droppt den Torghast. Ihr könnt in jedem Torghast-Teil diese bekommen. Es sind, glaube ich, 5-6 Soulshape-Gestalten, die einen Torghast droppen. Ich glaube, ich habe in jedem Run, den ich gemacht habe, eine gekriegt. Also die droppen relativ gut, beziehungsweise müsst ihr einfach anklicken. Die fliegen dann da rum in Torghast, sind sehr einfach zu bekommen. Die Illig-Seelengestalt, selbe, einfach in Torghast irgendeinen Teil rein. Dann Fledermaus-Seele ist selbiges, auch in Torghast. Dann haben wir die Gommit-Seelengestalt. Da müssen wir ein bisschen was Ausführlicheres machen. Da müssen wir nämlich bestimmte Kisten aufmachen. Werde ich euch gleich auch am Ende zeigen. Dann haben wir hier die Gürtelseele. Die ist bei demselben Händler. Werde ich euch, wie gesagt, auch am Ende zeigen. Die Pinguin-Seelengestalt, die können wir uns holen auf den Koordinaten 31, 50. Zeige ich euch am Ende auch nochmal, wo die genau ist. Dann haben wir die Rochenseelengestalt. Die ist in einer Kiste drin, mit einer gewissen Dropchance leider nur, die relativ low ist. Und zwar ist es die Truhe des erleuchteten Mittlers. Die kriegen wir einmal, indem wir bei den Erleuchteten hier den Ruf auf Ehrfürchtig spielen und dann nochmal 10.000 extra Ruf farmen. Gibt es dann diese sogenannte Paragon-Kiste. Und diese Paragon-Kiste kann dann, wie gesagt, dieses dieses Soulshape-Gestalt drin sein. Die Schafseele. Die kriegen wir an verschiedenen Spots hier in Serra Mortis. Können wir auch einfach looten, ist relativ selten. Werde ich euch am Ende auch nochmal zeigen, wie das genau aussieht. Dann haben wir die Schneckenseelengestalt. Die können wir im Raid bekommen aus einer Kiste. Da müssen wir einen bestimmten NPC auf eine gewisse Weise töten, um einen Schlüssel zu kriegen. Zeige ich euch auch nochmal am Ende, wie wir die genau kriegen. Dann haben wir die Schweineseelengestalt. Die gibt es auch aus Torghast. Wie bei den anderen, relativ gute Dropchance, beziehungsweise dass das Schwein da ist und dass man es anklicken kann. Dann haben wir einmal die Selektiden-Seelengestalt. Die gibt es beim Kerkermeister im Mausoleum auf Heroisch. Hat eine Dropchance von 3, irgendwas Prozent. Ich habe es First Try bekommen, aber anscheinend ist es keine 100%ige Geschichte. Dann haben wir die Skorpid-Seelengestalt. Die droppt von einem Rare, und zwar von dem Sternenfresser hier oben auf den Koordinaten 42, 21. Der ist leider nicht immer da, aber relativ häufig. Das Ding hat eine Dropchance von etwa 5%. Und dann haben wir noch die Weitschreiterseelengestalt. Die ist auch in Torghast, wie gesagt, relativ gute Dropchance. Gut, dann fangen wir mal mit denen an, die ein bisschen komplizierter sind. Und zwar fangen wir mal mit der Gormit-Seelengestalt an. Und hier ist es so, wir brauchen natürlich Pokopok. Und wir müssen mit Pokopok einmal einen Buff aktivieren. Das ist nämlich hier, um nach interessanten Objekten Ausschau zu halten. Zusätzlich müssen wir aber das erstmal verstärken. Und dann gibt es hier diese Chiffren-Ausrüstungen. Die sind bei jeder Rüstungsklasse hier auf einem anderen Slot, die verschiedenen Sachen. Und zwar braucht ihr eine Chiffren-Ausrüstung, die die Wahrnehmung von unserem Pokopok verstärkt, um quasi diese Kisten zu finden. Heißt, ich lege das Ding jetzt an. Damit
haben wir quasi die Wahrnehmung ein bisschen verbessert, ne? Also das ist jetzt hier in dem Slot hier. Und jetzt quatschen wir mit dem Pocopoc, um Sachen zu finden. Und wenn wir mit dem quatschen, dann kriegt er ja hier diesen Buff. Und jetzt sieht er quasi so besondere Kisten und die werden dann halt auch auf der Karte markiert, ne? Diese besonderen Kisten. Wenn wir quasi dieses besondere Item anhaben und dementsprechend Pocopoc diese Suche aktivieren, dann sieht er auch verhüllte Kisten. Und in diesen verhüllten Kisten kann die Soul Shape Gestalt drin sein. Ihr könnt jetzt quasi hier einfach rumfliegen und die suchen. Die, wie gesagt, ihr seht die auf der Map. Hier haben wir zum Beispiel gerade eine verhüllte Kiste, ne? Und dann können wir die einfach aufmachen. Wobei, das ist jetzt eine normale Schiffring-Truhe. Die kann halt auch in dem Position spawnen. Ich habe mir da auch Makros rausgesucht. Ich kann euch die mal zeigen. Und zwar hier mit einigen Spots. Die sind auch bei WoW Head zu finden. Die aktivieren wir jetzt mal. Und dann sehen wir auf der Karte die Punkte, wo diese Schiffrin-Kisten sind, beziehungsweise diese verhüllten Schiffrin-Kisten, ne? Und dann fliegt man die halt einfach ab. Wie gesagt, wichtig, Item anziehen vorher und dann dementsprechend hier den Buff aktivieren. Wir können jetzt mal gucken, ob da hinten eine ist. Die sind wirklich hier im kompletten Zone verteilt. So eine kleine Randinformation, was ihr natürlich machen könnt. Dementsprechend hier einmal das Abfliegen. Wenn ihr nichts gefunden habt, könnt ihr einmal Reamhoppen, indem ihr in irgendeine Gruppe reingeht, auf die halt hier auch in Sierra Mortis unterwegs ist, irgendeine Rare Farm Gruppe oder irgendeine Gruppe, die hier irgendwelche Quests erledigen, und können dann quasi nochmal die Runde fliegen. Oder alternativ, wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr natürlich auch den Wormwood an- oder ausschalten, je nachdem, was ihr vorher aktiviert hattet. Jetzt schauen wir mal hier, da hat er nochmal was gefunden. Das könnte eine von den Kisten sein. Irgendwo hier müsste die liegen. Nee, leider nicht da. Ne? Aber gut. Einfach die abfliegen. Dann nach ein paar Versuchen habt ihr, ich glaube, ich habe so 10, 20 Kisten aufgemacht. Dann hatte ich quasi meine Seelengestalt. Also 100% hat das leider nicht. Gut, dann schauen wir uns noch die anderen Spezialkisten an, hätte ich gesagt. Dann kommen wir zu den nächsten Seelengestalten. Und zwar kriegen wir zwei Stück bei einem Händler. Olea schimpft sich der. Und der Händler befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 37, 44. Den müsst ihr aber erst einmal freischalten. Wie schaltet ihr den frei? Und zwar bei unserer Skill-Konsole, die wir einmal hier in der Höhle des Verbannten haben, also hier drin. Da müsst ihr nämlich einmal die in Sierra Mortis die Kampagne auf 3 von 7, glaube ich, Minimum freischalten. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr hier die Konsole benutzen, also die Schiffrin-Forschungskonsole. Und da braucht ihr dann eine bestimmte Forschung, und zwar Verständnis des Altesischen. Wenn ihr das geskillt habt, dann könnt ihr mit so Jinru interagieren. Dann ist auch hier ein Quest-Symbol. Macht ihr hier ein paar Quests in dem Bereich, sind etwa 10 Quests. Und wenn ihr das erledigt habt, dann habt ihr dementsprechend diesen Händler hier stehen. Der ist dann hier oben bei den Koordinaten 37, 44. Also ihr seht, hier ist dieser Eingang zum Verbannten. Und ja, Olea verkauft uns dann einen Haufen Sachen. Unter anderem gibt es ein paar Rezepte, es gibt ein Toy, ein Pet, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ein Item, dass man 50% mehr Schiffrinnen kriegt, was man auch auf Sphinx schicken kann. Und es gibt auch zwei Soul-Shape-Gestalten. Einmal Brutosaurus-Seele, die kaufen wir uns jetzt mal. Und dann gibt es einmal die Gürteltier-Seele. Diese beiden Soul-Shape-Gestalten kann ich euch auch gleich einmal zeigen. Blenden wir die mal aus von den Dings-Patches, dass ich euch die leichter einmal raussuchen kann. Dann, wo haben wir sie denn? Hier oben, Brutosaurus-Seelengestalt. Die ist auf jeden Fall recht nett. Mal gucken, wie groß die dann ist. Und dann haben wir hier die von Gürteltier. Genau, das waren die beiden Seelengestalten. Zusammen kosten sie 1500 von den Schiffrin der ersten. Die könnt ihr ja farmen von allen möglichen Rares, von Kisten und von Dailies hier aus der Zone. Dann kommen wir als nächstes zur Bienenseele. Und zwar finden wir die einmal hier oben auf den Koordinaten 63, 60. Und dafür müssen wir ein bisschen weiter hochfliegen. Die befindet sich nämlich hier, seht ihr, da haben wir den Eingang zu dieser Patchmiede, und hier drüben, relativ weit oben in der Mitte von diesem zerbrochenen Stück, ist dann eine verlorene Wabe, und wenn wir die anklicken, gibt es die Quest, und die müssen wir dann einmal zurückbringen in den Hain, und da müssten wir dann quasi unsere Bienenseelengestalt kriegen. Dann kommen wir als nächstes zur Pinguinseele, und zwar kriegen wir die auch in Sierra Mortis, einmal hier oben über dem
über der Zuflucht quasi. Und zwar ist es einmal auf den Koordinaten 34, 72. Und da müssen wir so ein bisschen hochfliegen. Da ist nämlich hier diese Kugel und ihr seht, da unten ist dieser kleine See. Ganz oben bei der Kugel, da können wir es einfach anklicken. Und dann kriegen wir die Quest für die Pinguinseele. Halt, die ist zu weit weg, da muss man, ist anscheinend ein bisschen tricky. Ah, jetzt seht ihr. Am besten ein bisschen in die Mitte stellen, dann ist das relativ easy. Dann kommen wir als nächstes zur Schafseelengestalt. Und zwar gibt es da mehrere Spots hier in Terra Mortis. Hier hinter mir seht ihr sie gerade. Die schnabulieren wir jetzt mal weg, bevor irgendwer anders kommt. Und zwar hat die ein bisschen eine längere Abklingzeit, so wie es aussieht. Es gibt auf WoW Hetzin bekannt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spots. Also ich kann euch die mal kurz vorlesen, wo die von den Koordinaten sind. Also einen haben wir hier bei 37, 34. Die sind immer ein bisschen weiter hoch oben gelegen, also ihr braucht auf jeden Fall fliegen. Und dann haben wir einen hier bei 30, 67. Und dann, wo sie ich gerade gefunden habe, bei 37, 77. Und dann hier bei 38, 80. Dann haben wir einen bei 43, 79. Hier hinten ist einer bei 49, 80. Und der letzte ist hier oben bei, okay, da ist jetzt gerade dieser Worldboss, dann müssen wir oben schauen, 58, 74. Ich kann euch da in die Infobox auch einmal das Makro reinposten, das ich hier benutzt habe. Das findet ihr aber auch auf WoW Head. Ja gut, irgendwo da drin ist es. Also die Chords habe ich euch gerade vorgelesen. Genau, dann könnt ihr es einfach aufmachen und gut ist. Ich bin jetzt hier doch länger schon rumgeflogen. Also ich glaube, so eine Stunde Abklingzeit kann das schon haben. Wenn ihr es nicht findet, dann gebe ich euch als Tipp, könnt ihr auch einmal quasi den Warmode anmachen. Beziehungsweise wenn ihr den Anhab ausmacht, dann seid ihr ja auch in einer anderen Phase. Beziehungsweise könnt ihr natürlich auch ein bisschen hoppen. Bei Questgruppen oder Rare-Gruppen, die hier im Gebiet noch unterwegs sind, reinjoinen, dann habt ihr auch ein anderes Phasing und vielleicht ist es ja dort da. Dann kommen wir jetzt zur letzten Soulshape-Gestalt und zwar die Schneckenseelengestalt. Und die können wir ja im Mausoleum der Ersten besorgen. Dafür müssen wir im Normal, HC, Mythic, egal welche Schwierigkeitsstufe, einmal den ersten Boss töten und dann hier nach rechts gehen zu den Kollegen Xymox, Holandros und dem Wurm hier. Und jetzt ist es so, dass hier in dem Bereich ein paar Trash-Mobs rumlaufen. Und diese Trash-Mobs müsst ihr in einer gewissen Weise spielen. Wir haben hier einmal einen Zuchtmeister und diese Sammler. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir den Zuchtmeister töten, während um ihn rum drei Sammler sind. Die geben ihm nämlich einen Buff, wie ihr hier seht. Und wenn er quasi stirbt, während er diesen Buff drauf hat, droppt der Mob einen Schlüssel. Und dann können wir diese Kiste hier aufmachen, die ihr seht. Also der Zuchtmeister stirbt. Ich habe auch tatsächlich den Schlüssel gelootet. Den kriegt einer aus der kompletten Gruppe. Und hier ist es übrigens dann so, dass ihr mit dem Schlüssel nicht diese Kiste aufmachen könnt, ne? Sondern ihr müsst diesen Schlüssel aktivieren, während ihr neben dieser Kiste steht. Ja? Also ihr müsst den Schlüssel quasi anklicken, dann entfernt ihr das Schild und dann können alle Spieler im Raid einmal diese Kiste aufmachen. Wichtige kleine Randinformation, ihr solltet auch Nightfee sein, wenn ihr das Ding aufmacht, sonst könnt ihr die Soulshape-Gestalt natürlich nicht rausziehen. Also ich mache das jetzt gerade hier auf und ihr seht, ich kriege jetzt nur das Item, um das Mount zu bauen. Ich bin dann später nochmal zurückgekommen und habe dann auf Nightfee gestellt, dann könnt ihr die Kiste nochmal aufmachen und tada, da gibt es dann auch die Schneckenseelengestalt raus. Gut, das war es eigentlich dann mit allen Seelengestalten. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.